Hi, hallo und herzlich willkommen bei Aufgeträumt. Schön, dass du wieder mit eingeschalten hast und herzlich willkommen zu einer neuen Putzmotivation. Wir starten wieder im Schlafzimmer und fangen wie eigentlich immer mit dem Bett an. Da das Bett den größten Teil im Raum einnimmt, ist es schlau, dort anzufangen, weil man die größten Erfolge sieht. Dann geht's weiter mit meinem Schminktisch. Hier habe ich erstmal die Kosmetikeier aufgeräumt. Die hatte ich nämlich vorher gewaschen. Die kann man super bei 60 Grad in die Waschmaschine schmeißen. Und habe die dann einmal aufgeräumt, den Schminktisch abgewischt und stelle dann wieder alles hin. Und so geht es dann eigentlich einmal rundum weiter. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest ein richtig, richtig schönes Wochenende. Ich hoffe, auch bei dir war es endlich mal sonnig. Bei mir war es endlich mal schön und ich habe mich so darüber gefreut. Jumping from cliffs so high. Trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know. Und auch die Türen sind in der heutigen Putzmotivation oder Routine einmal mit dran. Hierfür wische ich eigentlich einfach nur alles mit einem feuchten Lappen ab. Und zwar innen, außen, sowie den Türrahmen. Und die Türklinke wird dann nochmal mit einem Tuch poliert. Genau, im Flur geht es dann auch schon damit weiter, dass ich erstmal den ganzen Krusch, der da hängt, aufräume. Und dann einmal hier alles abwisch und gut sauber mache. Und dann natürlich auch das Schuhregal einmal vom Staub befreie. Und nochmal guck, passt so alles? Weil seitdem die Schuhe von meinem Freund mit eingezogen sind, muss ich da schon immer mal kontrollieren, ob das alles so in Ordnung ist. Dann werden natürlich auch die Bilder und Lampen einmal abgestaubt. Die seht ihr nicht, deswegen nicht, dass du dich fragst, was ich hier da oben treibe. Und natürlich auch die Tür wird einmal abgewischt. Auch die anderen Türen habe ich einmal abgewischt, habe ich jedoch rausgeschnitten. Genau, dann wird noch einmal gesaugt, auch die Bank wird heute einmal abgesaugt und auch dahinter wird gesaugt. Und dann geht's auch schon weiter. Ein kurzer Dance-Move darf natürlich auch nicht fehlen. Also ich mache es meistens so, dass ich beim Putzen entweder eine gute Playlist anhab oder ein tolles Hörbuch oder manchmal schaue ich auf Fernsehen irgendeine coole Serie, damit man einfach motiviert ist und in der Zeit vielleicht auch noch ein bisschen Spaß hat. Ja, dann mache ich noch die Abstellkammer einmal ordentlich, räume da alles raus, was nicht reinkommt, habe die Sachen dann aufgeräumt und wieder zurechtgerückt. Dann wird noch einmal grob Staub gewischt und einmal gesaugt. Im Esszimmer wird dann wie immer erst die Lampe entstaubt, weil wir arbeiten uns ja von oben nach unten. Dann wird der Tisch einmal gewischt, dass der trocknen kann. Und dann fange ich an mit dem Kaffee, mit der Kaffeebar oder Getränkestation. Wische die einmal ab und mache Ordnung. Weiter geht es am Fensterbrett. Und auch hier ist natürlich wieder die Sache, einfach die Aufgaben so einzuteilen, dass man dann gut weiterkommt. Genau, dann werden die Stühle hochgestellt. Dann kommen noch ein paar Dance-Moves. Ja, und dann geht auch die Arbeit schon weiter. Ja, ich teile mir einfach immer alles so ein, indem ich mir überlege, okay, was ist jetzt am sinnvollsten? Es ist einfach nicht sinnvoll, erst die Spülmaschine dann einzuschalten, wenn ich gerade fertig bin mit Putzen, aber meine Küche immer noch total aussieht. Es ist auch nicht schlau, erst die Waschmaschine einzuschalten, wenn man geht, außer man hat dafür natürlich irgendeinen triftigen Grund.
Versuch einfach langwierige Aufgaben als erstes zu machen, dass sie, während ich was anderes mache, schon erledigt werden. Und dann starte ich mit den Aufgaben, die quasi schneller zu erledigen sind, und achte eben auch darauf, dass es Sinn macht. Im Wohnzimmer wieder, ich arbeite mich von oben nach unten, dass ich einfach nicht doppelt und dreifach wischen muss. Und dann geht's auch schon weiter mit der Wäsche. Wie ich dir ja schon geschrieben habe, wenn das nur in echt so schnell gehen würde, das wäre richtig, richtig cool. Aber leider ist das nicht so. Aber es wurde gemacht, es ist erledigt und es ist super gut. Dann fange ich auch schon mit Wischen an, im Badezimmer und auch im Abstellraum. Der Flur wird durchgewischt und natürlich auch alles andere. Und ich denke, das erklärt sich auf jeden Fall von selbst. Dann im Flur angekommen, konnte der schon mal trocknen. Ich habe dann noch die Spülmaschine ausgeräumt, weil die einmal fertig war. Und check hier noch einmal alle Gläser, weil unsere Spülmaschine ist prädestiniert dafür, dass die Gläser nicht richtig sauber werden. Aber diesmal hat es gut funktioniert. Und räume dann auch das, was oben stand, wieder rein und wisch dann auch hier noch einmal komplett durch. Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus der Schnittzentrale. Mein Outro ist verschwunden und deswegen danke, dass du das Video eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne ein Like da, um mich zu unterstützen, einen lieben Kommentar und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst. Ist selbstverständlich auch kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Laura von Aufgeträumt.